So, hallo und herzlich willkommen. Während hinter mir sozusagen gerade das Review zu Teil 4 hochlädt, werde ich jetzt mal was über Saw 6 erzählen. Ja, das Konzept ging ja so weiter. Man muss ja sagen, dass 4, 5 und 6, die wurden ja nach dem Erfolg des dritten Teils gleich geplant. Ne, dementsprechend ist die Geschichte auch fortlaufend. Und das merkt man halt eindeutig, dass das quasi, das ist halt wirklich wie eine Trilogie, wie so eine Miniserie. Ne, die anderen, da war es ja eher Glück, also zumindest die ersten beiden, dass man die so verbinden konnte. Und so wie man es tat, dass man dann so einen dritten draus gestrickt hat. Aber bei 4, 5 und 6 waren die ja nur doch schon zusammen geplant. Und naja, ich persönlich muss sagen, ich mag Teil 6 irgendwie sehr. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Erstens, also wir haben wieder dieses Klassische, dass jemand einen Parcours durchlaufen muss und dabei Leuten helfen kann oder nicht und dabei geläutert werden soll. Und in dem Fall ist es hier ein Versicherungsagent oder beziehungsweise der Leiter einer Versicherung, einer Krankenversicherung, die seinerzeit Jigsaw nicht eine mögliche Behandlung gutgeschrieben hat. Also er hätte halt die Leistung dafür nicht gekriegt. Und in Amerika, muss man dazu sagen, ist ja dieses ganze System mit den das ganze Gesundheitssystem ist ja anders als hier in Deutschland und mit der Krankenversicherung. Das ist ja wirklich, eigentlich ist das ein Geldgrab, wenn man so will. Ne? Also ich sage immer wieder, würde ich in Amerika leben und wäre jung und halbwegs gesund, also mal hin und wieder ein Schnupfen oder so, rechne ich doch nicht als Krankheit. Ich würde ums Verrecken niemals in irgendeine Krankenversicherung einzahlen und würde das Geld lieber sparen. Ich weiß, gerade in Amerika wird es super teuer, wenn man ins Krankenhaus muss. Aber ich glaube, du kannst auch super viel Geld zur Seite legen. Und wenn du ein bisschen clever bist und das ein bisschen clever anlegst und nicht das Geld nimmst, um dir den neuesten Fernseher zu kaufen oder was weiß ich, dann hast du im Endeffekt mehr davon. Aber das ist eine andere Kiste. Jedenfalls geht es um diesen Versicherungsheini. Und die haben halt damals die Behandlung abgelehnt, die Jigsaw haben wollte. Ist ja egal, welchen Namen. Und daraufhin hat sich ja die Krankheit bei ihm erst so richtig breit gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt ja im Film eine Szene, da sprechen sie nämlich darüber und dann sagt er halt so sowas von wegen, ihm kommt es gar nicht aufs Geld an, weil Geld hat er. Dann muss ich sagen, ja, wenn du das Geld hast, wieso machst du dann das nicht selbst? Dann bezahl doch die Behandlung einfach selbst. Ne, um die es da ging, dann wärst du immer noch am Leben. Offensichtlich wolltest du ja sterben, nur um anderen Leuten deine moralischen Werte aufzudrücken. Ne, weil darum ging es ja, also nicht um moralisch, na doch, schon um moralische Werte. Es ging ja darum, quasi Krankenkassen, das ist das Wort, verdammt, komme ich mal auf Versicherung, dass Krankenkassen ja dafür da sind, den Menschen die Kosten für irgendwelche Behandlungen abzunehmen und so. Und dann hat er ja prinzipiell recht. Na, bloß die lassen das Geld ja auch nicht aus der Luft entstehen, sondern das Ganze funktioniert nach diesem Versorgungsprinzip, dass die, die nichts haben, dafür bezahlen, dass andere, die was brauchen, dann das Geld, dass denen das zur Verfügung gestellt werden kann. Minus natürlich das, was die an Gewinn machen, die paar Milliarden im Jahr. Ah, das ist eine andere Kiste. Durchläuft dieser Typ halt da so ein Parcours, wo es immer darum ging, dass er so abwiegen muss. Ne, dann ist so, also zum Beispiel eine Falle finde ich sehr gut. Da hat er auf der einen Seite steht halt irgendwie seine Sekretärin, die ist, sagen wir mal, nicht alt, aber die ist irgendwie in ihren 50ern, hat halt Familie, hat aber auch irgendwie, in ihrer Familie ist Diabetes sehr häufig, sie selbst ist wohl auch irgendwie schon krank. Und dann hast du auf der anderen Seite so einen jungen Büroburschen, der ist Single, komplett alleine, kennt niemanden, hat niemanden, ist aber kerngesund. Ne, und wem erlaubst du jetzt zu leben? Der quasi ein Leben hat, was aber jederzeit, was sehr schnell vorbei sein könnte.
Oder dem, der sein, zumindest die Zeit seines Lebens noch vor sich hat, der aber noch kein Leben in dem Sinne hat. So, ne? Und das ist so wirklich diese moralische Zwickmühle. Das ist wie mit dem hier, kennt das jemand mit dem Zug, dass man sagt, man hat einen Zug, ich muss mal ganz kurz diesen Exkurs machen, das ist ein Zug auf einem Gleis und ein Gleis ist eine Weiche. Und der Zug würde jetzt in eine Menschenmenge mit 5 Leuten rasen, die auf dem Gleis sind. Man könnte aber eine Weiche umstellen und dann würde der Zug nur einen erwischen. Also auf dem anderen Gleis ist nur eine Person. Was macht man jetzt? Ne, greift man nicht ein und opfert 5 oder greift man ein und opfert einen? Ne, das ist halt so eine moralische Zwickmühle, in der man dann wäre. Oder bringt man den Zug zum Entgleisen, ne, und opfert den Zugführer? Nein, naja, so eine Sachen kommen dann halt so. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, die Fallen, oder na, Fallen sind das ja gar nicht, weil die sind ja schon alle drin. Die Geräte, diese Folterwerkzeuge sind auch wieder sehr kreativ gemacht und ich finde es halt gut, dass er bei seinen Entscheidungen auch immer irgendwie ein bisschen mitleiden muss. Also es ist nicht einfach nur so, dass er da steht und drücke ich den Knopf oder drücke ich ihn nicht, sondern wenn ich ihn drücke, was passiert dann? Ne? Ja, also was passiert dann mit mir? Wie gesagt, ich mag diesen Film daher, so dass dieses Konzept, ich weiß, das war bei anderen auch schon auch so, aber hier ist es irgendwie besonders interessant gemacht. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, Jigsaw erzählt auch noch nämlich so eine schöne Geschichte. So, erstmal glaube ich nicht, dass sie wahr ist, aber okay, ne, es klingt erstmal gut, dass halt in asiatischen Ländern die Leute nur dann den Arzt bezahlen, solange man gesund ist. Hier bezahlst du ja quasi, wenn du zum Arzt musst, wenn du seine Leistung in Empfang nimmst, dann bezahlst du für diese Leistung. Und da ist es halt, dass du so lange bezahlst, wie du gesund bist. Und sobald du krank bist, liegt es nämlich quasi in der, ja, also im na, verdammt! Scheiße, heute ist das Hirn nur auf halbe Strecke. Also liegt es im Interesse, das ist das Wort, liegt es im Interesse des Arztes, dich wieder gesund zu machen, ne, damit er weiter deine Leistung beziehen kann. Wobei ich sagen muss, kann ich mir nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass ich als Mensch überhaupt nicht auf meine Gesundheit achten müsste. Ich könnte ja alles machen. Ich könnte rauchen, während ich einen Riegel Frittierfett esse. Ja, und dann gehe ich zum Arzt und sage, sieh zu, Junge, was verdient der dein Geld? Ne, also ist auch, glaube ich, nicht der Weg. Weiß ich nicht, ob das die richtige... Klingt erstmal hübsch, ne? Aber auf der anderen Seite, ich bezahle ja wirklich einen Arzt, genauso wie, weiß ich nicht, den Klempner oder so, dafür, dass er dann etwas tut, wann ich diese Leistung benötige. Ne? Und ne? So auf der anderen Seite, so stell dir vor, du bist wirklich ein Mensch, der kerngesund ist, weil du Sport treibst, weil du dich richtig ernährst und weil du einfach genetisch dafür auserkoren bist, gesund zu sein. Du hast nicht mal Probleme mit deinen scheiß Zähnen oder was weiß ich, Akne oder sowas. Und du zahlst dein Leben lang an einen Arzt und kriegst nichts. Ja. Und wenn du richtig glücklich bist, bist du kurz bevor dein Krebs entdeckt wird, wirst du vom Auto überfahren. Ja, super. Hast dein Leben lang gezahlt und nichts rausgekriegt. Ne, weiß ich auch nicht. Ich meine, prinzipiell ist es ja bei Krankenkasse auch so, du zahlst dein Leben. Obwohl, Moment, wenn ich drüber nachdenke, scheiße, passt irgendwie alles nicht. Naja, egal. Ich mag das Ende sehr. Ne? Es kommt ja mal wieder die berühmte umgekehrte Bärenfalle zum Einsatz und in einer ganz superben Situation, wo ich wirklich sage, Hut ab, richtig gut gemacht, gefällt mir gut. Also sowohl maskentechnisch gut gemacht, als auch vom... Ja, von der Idee, also wenn das quasi die Realität wäre, ne, das was da passiert, ne, finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Also Teil 6 ist echt so ein kleines Highlight für mich nochmal. Wie gesagt, ich finde keinen der Filme wirklich schlecht. Ne, manche sind ein bisschen schwächer, manche ein bisschen besser, ne, aber Teil 6 ist echt so, muss ich sagen, irgendwie, irgendwas haben sie richtig gemacht an dem. Ja, okay, gut. Ja, nö, ich denke, das wäre dann genug dieses Liebesbriefes. Schön, wir sehen uns wieder in 2 Tagen und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.